Jungs, bist du mal alt? Ihr wisst, ich war in China unterwegs und durfte bei Peak direkt in die Fabrik, wo meine eigenen Bälle hergestellt worden sind. Und sie haben extra für mich einen produziert, weil die Produktion wurde schon abgeschlossen. Er wird demnächst nach Deutschland verschifft. Also ihr könnt ihn bald wieder in Größe 7 kaufen. In Größe 6 ist er schon verfügbar. Hier seht ihr jetzt mal die einzelnen Gänge so im Schnellverfahren. Einmal erstmal muss man die einzelnen Paletten hier herstellen. Dann werden sie gestanzt. Hier kommt dann der Kleber drauf. Das ist alles so Stück für Stück und auch alles in Handarbeit. Am Tag schaffen die, habe ich mir sagen lassen, wenn man gut fleißig arbeitet, 1800 Stück um den Dreh rum. Das ist schon eine ganz schöne Anzahl. Und ich habe mir sagen lassen, dass eigentlich so gut wie alle Bälle auf diese Art und Weise produziert werden, von jedem Hersteller gleich. Außer natürlich Gummibälle, die werden in einem ganzen Guss hergestellt. Diese schwarzen Bälle hier sind die Grundbasis von einem Kunstleder-Basketball und die sind in der Regel immer gleich. Die werden aber in einer anderen Fabrik hergestellt. Das Geheimnis schlechthin ist für mich, was ich so gesehen habe, der Kleber. Natürlich muss der Kleber ordentlich sitzen an jeder Stelle. Dann müssen die Einzelteile fest reingedrückt werden, weil ihr kennt es ja auch vielleicht auch. Wer über Jahrzehnte schon Basketball spielt und viele verschiedene Basketbälle in den Händen hatte, der weiß, dass es mal passieren kann, dass sich einige Stelle lösen und dann solche Kanten einfach freistehen und die lose werden. Das ist natürlich dann einfach schlecht verarbeitet worden. Was ich bei meinen Bällen wirklich tatsächlich ganz, ganz selten hatte und auch wirklich so gut wie nicht reklamiert worden ist. Und das spricht für mich wirklich für eine sehr gute Qualität. Mich persönlich hat es dann auch noch sehr gewundert, wie viel Handarbeit hier wirklich bei der Produktion bei einem Ball im Spiel ist. Das wird am Ende natürlich eine Sache der Routine sein. Umso mehr Übung du bekommst, umso besser und schneller wirst du dann dabei auch. Am Ende der Produktion werden die Bälle noch in so eine Art Druckkammer gegeben, um zu testen, ob der Druck des Balls auch wirklich gehalten wird. Und wenn er diesen Test abgeschlossen hat, ist der Ball auch ready. Ist der nicht schön? Wollt ihr auch einen haben? So, und hier ist er. In Deutschland angekommen, mein produzierter Ball. Und das ist natürlich für mich was Besonderes, weil ich habe den von China mit nach Hause gebracht in meinem Gepäck. Und das ist natürlich was anderes. Natürlich hergestellt werden sie alle in China, aber ihr wisst vielleicht nicht, was ich meine. Das ist so ein Gefühlsding. Ne? Das ist einfach was ganz Besonderes. Das wird mich für immer an China erinnern. Alles wird mich immer an China erinnern. Ich meine, das ganze Zeug wird in China produziert. Ihr wisst es ja. Aber das ist natürlich was sehr Geiles. Feier ich. Oder? Wie gesagt, bald wieder verfügbar www.peaksport.de oder meinem Shop www.mrmikeshop.com. Könnt ihr aussuchen, kaufen, wo ihr möchtet. Größe 7, Größe 6, alles verfügbar. Mega geiler Ball. Im Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar, wie ich finde. So, Mann. Hey, die Schuhe zum Beispiel auch Limited Edition, ne? Werden nicht mehr hergestellt. Nice. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.